Ich möchte wieder anfangen mit meinem Lesetagebuch, mehr oder weniger Lesetagebuch. Ich möchte es mir als Wochenvlog machen. Ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze angehen werde und was da am Ende dabei rauskommt. Also lassen wir uns da mal alle überraschen. Und ja, ich will euch auf jeden Fall über meine Lesefortschritte wieder auf dem Laufenden halten. Deswegen fangen wir jetzt einfach mal damit an, dass ich gestern Abend dieses Schmuckstück hier beendet habe. The Cage Entführt von Megan Shepard. Ich weiß noch nicht wirklich, was ich im Endeffekt von diesem Buch halten soll. Die Story war echt erfrischend und mal was anderes und echt gut, aber die Charaktere waren irgendwie so, keine Ahnung. Das war alles irgendwie sehr irritierend und verwirrend teilweise. Deswegen, ich habe gerade noch keine Ahnung, was ich mit diesem Buch irgendwie anstellen soll, wie ich das einordnen soll. Naja, egal. Ansonsten waren wir jetzt gerade einkaufen. 2,5 Stunden. Ich hasse Großeinkäufe, aber wir machen nur einmal im Monat einen Großeinkauf, also von daher geht's. Und jetzt muss ich zu meiner Omimi meinen Hund holen, weil mein Hund bleibt ja nicht alleine. Und was klopft mein Freund da drüben schon wieder rum? Mein Hund bleibt ja nicht alleine, leider Gottes. Deswegen, wenn man so einfache Sachen machen möchte wie einkaufen, muss der Hund immer irgendwo untergebracht werden. Deswegen gehen wir jetzt zu Oma und holen den Hund wieder ab und dann schauen wir mal weiter. Nennen Sie ein störendes Geräusch. Wir sind jetzt wieder zu Hause, haben uns wieder eingerichtet. Milo hat sein neues Spielzeug hier, da ist er, da, gerade in der Mache und rennt damit hier durch die Gegend. Und ja, wir machen jetzt erstmal Mittagessen. Und dann überlege ich mir mal, was ich heute mit Lesen anfange. So, kurzes Status-Update von mir. Wir haben jetzt Mittag gegessen, die Wäsche hängt, es ist alles erledigt und... Die Post war gerade da. Oh Gott, ich krieg dieses Paket, glaube ich, mit einer Hand gar nicht gehalten hier. Da. Hihihi, meine Minimops-Bestellung ist da. Und das Fiese ist, da sind 8 Bücher drin. Und ich kann sie noch nicht auspacken, weil ich morgen drehen möchte. Und dann möchte ich gerne ein Unpacking für euch drehen. Wie ich eine Leseliste erstelle. Mein Subregal. Ich setze mich jetzt davor und überlege, was ich lesen könnte im Oktober. Auf was ich Lust habe. So, meine Leseliste steht. Die Bücher liegen jetzt alle hier auf dem Fußboden. Da sind sie. Und Milo, warum stehst du eigentlich hier? Was ist los? Was ist mein Baby? Hm? Oh, das ist so über die Kamera, die streicheln, das funktioniert nicht. So, jetzt. Die packe ich jetzt nur rüber in die Stube und dann backe ich einen Apfelmuskuchen. Mein Freund hat sich gerne einen Apfelmuskuchen gewünscht. So zum Wochenende und den werde ich jetzt machen. Und dann gehe ich mit dem Hund raus und dann werde ich endlich irgendwann auch mal lesen. Schon immer mal von einer Baustelle erzählt. In 1 oder 2 Videos, dass ich hier eine Baustelle vor der Tür habe. Jetzt seht ihr mal die Baustelle. Das ist das hier. Die ganze Straße ist eine Baustelle. So, ich bin wieder zu Hause. Eigentlich wollte ich euch ein bisschen mitnehmen, wenn wir Gassi sind, aber es hat die ganze Zeit geregnet, deswegen konnte ich die Kamera nicht auspacken. Und ich habe gerade festgestellt, ich brauche noch 2 Bücher, dann bin ich mit meiner Goodreads Reading Challenge fertig. Alle meine Standardvideos quasi, wo ich nur sitze, fertig gedreht. Ich wollte heute eigentlich noch ein Video drehen, wo ein Motorrad, wo ich noch andere Sachen mitmache, aber da weiß ich gerade nicht, ob ich das heute noch auf die Reihe kriege, weil die Sonne entschwindet auch so langsam und ich muss jetzt erstmal mit dem Wuff raus,
Der liegt ja hier hinten gerade. Da. Aber der muss heute auch nochmal vor die Tür. Wann mache ich denn jetzt mal mit dem draußen? Irgendwann heute Vormittag. Ja, also ich muss auf jeden Fall jetzt erstmal mit dem Hund raus. Das hilft alles nichts. So, meine Haare sehen zerstört aus. Ich war jetzt mit dem Hund draußen und habe fix noch das eine Video gedreht. Da muss ich jetzt aber erstmal gucken, ob das so geht, wie ich mir das vorgestellt habe. Und jetzt bin ich gerade hier und spiele mit dem kleinen Stinkidi. Und ja, werde dann mich nochmal am PC setzen, mir das Ganze, was ich gedreht habe, nochmal anschauen und dann gucken wir mal, ob das was geworden ist oder nicht. Und dann muss ich auch jetzt echt mal was essen, so langsam. Wir haben es jetzt, glaube ich, schon um 6 oder so. Ich habe heute noch nichts weiter gegessen, außer Frühstück. Und so langsam kriege ich dann doch echt mal Hunger. Bibidi. Ja. Ja, mein Schatzi. Nicht mein Hübscher? Bist du mein Hübscher? Ja, bist du mein Hübscher? Das wird das letzte Update heute. Ich habe heute nicht eine Seite gelesen, obwohl ich heute eigentlich ein bisschen was schaffen wollte. Und ich bin mit meinem Drehen überhaupt nicht klargekommen. Und dann war der Akku stets unständig alle. Ich habe bis jetzt nur einen Akku für diese Kamera und das ist nervig. Ich brauche dringend einen zweiten Akku. Und ja, dann hat mich das Drehen total aufgehalten und alles. Und es war ein bisschen nervig und jetzt sitze ich gerade drüben und schneide. Und ja, kommen wir definitiv nicht mehr zum Lesen, das weiß ich jetzt schon. Aber morgen. Morgen möchte ich in Ruhe mich hinsetzen und den ganzen Tag lesen. Ja, ich melde mich für heute schon mal ab. Guten Morgen. Wir haben jetzt gerade eine Kleinigkeit gefrühstückt, wie ihr gesehen habt. Das war im Übrigen der Apfelmuskuchen, den ich gebacken habe. Er schmeckt sehr gut. Das einfachste Apfelmuskuchenrezept der Welt und es geht ganz schnell und es schmeckt sehr gut. Und ja, jetzt ist mein Video schon fertig. Ach ja, was ich euch noch erzählen wollte, ich habe hier bei diesem Buch, bin ich jetzt auf Seite 113, also ich habe ein gutes Viertel weg. Deswegen dachte ich mir, ich gebe euch mal ein kurzes Update. Bisher ist in dem Buch noch nicht wahnsinnig viel passiert von der Handlung her. Also man fragt sich die ganze Zeit gerade noch, was ist da los? Was ist da für ein Geheimnis? Was? Hä? Aber bis jetzt ist es wirklich nicht schlecht. Es ist recht interessant und spannend. Aber ich hoffe, dass dann jetzt so langsam mal auch mal was kommt. So nach dem Motto, erklärt mir mal was. Weil im Moment, wie gesagt, hängt man ganz schön in der Luft. Aber das kommt jetzt bestimmt noch. Ich will auf jeden Fall hier heute noch ein bisschen weiterlesen. Vielleicht fange ich heute noch ein anderes Buch an. Mal gucken, wie ich Lust habe. Und ja, dann schauen wir mal. Mehr wird heute hier nicht passieren. Ich werde heute ein Gammeltag machen. Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Dienstag, der 4. Oktober. Ich habe gestern nicht mehr gevloggt. Ich wollte euch gestern eigentlich noch ein Update geben zu Haus der 1000 Spiegel von Susanne Jardom. Ich habe da jetzt schon ein ganzes Stück gelesen. Ich bin so etwas über die Hälfte jetzt. Und ich muss sagen, so langsam klärt sich da einiges auf in der Geschichte und die ganzen Fragen, die so aufgeworfen werden, ergeben so langsam Sinn. Bis jetzt gefällt mir das Buch richtig gut. Ich finde, es ist eine schöne Jugendfantasy-Geschichte mit Hexen und Zaubern und vielen Geheimnissen. Und ja, ich frage mich die ganze Zeit, wer ist Daniel, wer ist Elias, wer ist Raphael und wer ist Gabriel van Löwen? Wer sind diese Leute? Ich gehe dann nachher noch ins Kino mit meinen Arbeitskolleginnen. Wir wollen heute uns Bad Moms angucken. Wir haben mal wieder Lust auf eine Komödie. Und ja, da gehen wir heute Abend noch ins Kino und mal gucken, wie das wird. Ich melde mich auch mal wieder zu Wort und ich habe weitergelesen bei Haus der 1000 Spiegel. Ich habe jetzt nur noch so viel. Es ist wirklich gerade richtig spannend und ich bin gerade total verwirrt. Es sind so viele Sachen hier passiert, wo du nicht weißt, ist es jetzt wahr? Hat sie das geträumt? Was ist hier los? Das ist so krass und auch jetzt im Moment, jetzt ist gerade was ganz, ganz Spannendes passiert und dann denkst du dir so, hä? Und jetzt fragt man sich so, was ist passiert? Irgendwas stimmt da definitiv nicht und ja, es ist sehr, sehr spannend geschrieben auf jeden Fall und mir gefällt die Geschichte um Anik richtig gut. Was mich auch noch verwirrt hat am Anfang, sie heißt glaube ich eigentlich Annabelle und jeder nennt sie aber Anik, außer ihre Mom, die nennt sie Bella. Also, das hat mich am Anfang etwas verwirrt, weil einer Annabelle, Anik, Bella. Ich bin gespannt, wie das Ganze hier weitergeht und wie das Ganze hier ausgeht. Und ich lade gerade zum dritten Mal meinen Lesemonat hoch.
weil ich immer noch irgendeinen Fehler gefunden habe. Da! Vor allem jedes Mal muss ich dieses Video neu exportieren und neu erstellen. Und da das eines der längsten Videos ist, dauert das Exportieren über eine Stunde. Und das Hochladen dauert ewig, weil es ja eines der längsten Videos ist. Und sowas passiert nicht mit einem Video von 5 Minuten. Nein, sowas passiert mit einem Video, was fast 40 Minuten lang ist. Nee, 30. Wie lang? Ach, scheißegal. Über eine halbe Stunde auf jeden Fall. Scheiße, bin ich blau. Ja, es ist gerade Sonnenuntergang. Es wird gleich in 10 Minuten komplett schwarz sein. Und ich wollte euch noch kurz Bescheid geben. Ich habe Haus der 1000 Spiegel fertig gelesen von Susanne Gerdom. Und meine Fresse, bin ich verwirrt. Also, dieses Buch hatte für mich einige Logikfehler. Also, da waren für mich Sachen einfach nicht schlüssig. Und da war ganz viel durcheinander. Und was mich auch einfach keinen Sinn ergeben hat. Aber ich bin mit der Geschichte und dem Ende an und für sich bin ich zufrieden. Also ich muss mal, Kathi, die liest das ja auch, also Kathi von KitKat, Kathi 22, die hat sich das Buch ja auch beim Verlag angefragt und ich weiß, dass sie das auch liest. Und wenn sie fertig ist mit Lesen, muss ich sie auf jeden Fall fragen, ob sie das alles so verstanden hat. An und für sich, wie gesagt, mit dem Ende bin ich zufrieden. Und ja, die Geschichte war schön, sie hat mir gut gefallen. Der Schreibstil von Susanne Gerdom, wie gesagt, ist was ganz, ganz Eigenes. Er ist ein bisschen kompliziert, aber jetzt, also jetzt nicht extrem kompliziert, aber es ist jetzt halt schon so, dass man auch mal Sachen genauer lesen muss und dass man da nicht so drüber fliegen kann wie bei anderen. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Aber wie gesagt, ich hatte halt am Ende so mit der Logik, hatte ich da so meine Schwierigkeiten. Vor allem diese eine Sache, ich kann es euch nicht erzählen, sonst würde ich euch spoilern. Das habe ich nicht verstanden. Also wie gesagt, ich weiß, Kathi hat das Buch zu Hause, wenn die es gelesen hat, die muss mir da mal Bericht erstatten. Ich muss die dann mal fragen. Ich werde jetzt mal anschreiben, die hat mir gerade geschrieben, habe ich gesehen, ich werde jetzt mal anschreiben und fragen, wenn sie das und ihr sagen, dass wenn sie das Buch liest, sich danach an mich wenden soll, ich muss das mit irgendwem auswerten. Ja, naja. So, jetzt mache ich mich fertig und gehe ins Kino und... Heute ist Mittwoch. Ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen von Feierabend. Ich hatte jetzt gerade Feierabend, bin jetzt gerade nach Hause gekommen. Ich muss mir mal die Fenster aufmachen. Oh, jetzt habe ich mir einen Zeh gestoßen. Oh. Naja, jedenfalls, wir sind jetzt gerade zu Hause rein. Mein Freund ist nochmal in die Kaufhalle. Wir haben uns entschieden, bei uns gibt es halt Spaghetti Carbonara zum Mittag. Und da braucht man noch zwei, drei Sachen. Das holt er jetzt gerade, dann gibt es erstmal Mittag. Beim Zahnarzt war ich jetzt auch gerade schon, ich war ja gestern im Kino. Wir haben Bad Moms geguckt, der Film war übrigens ganz gut. Also typisch amerikanischer Comedy-Film mit viel Humor unter der Gürtellinie, sag ich mal. Aber ja, wie gesagt, war an und für sich war der ganz cool. Und wir haben viel gelacht und es war ein schöner Abend. Aber mir ist ein Stück Zahn weggebrochen, weil ich Popcorn gegessen habe. Aber es ging nicht nur mir so, sondern meiner Arbeitskollegin auch. Also von daher... Jetzt war ich gerade beim Zahnarzt, da musste aber zum Glück nur ein Stück abgeschliffen werden, also alles halb so wild. Morgen muss ich dann zum Kieferchirurgen, da wird das dann hier geröntgt. Ja, so viel dazu. Jetzt gibt es aber erstmal Essen.